Erst vor einigen Wochen wurde die Rückkehr von Hugh Jackman als Wolverine im kommenden Deadpool 3 bestätigt. Nachdem sich der anfänglich gigantische Hype nun langsam wieder normalisiert, gibt es bereits Gerüchte zu einer weiteren bekannten Figur, die auftauchen könnte. Die Rede ist von Wolverines Tochter Laura, die auch als X-23 bekannt ist. Sie wurde 2017 beim letzten Ableger der Wolverine-Reihe Logan von Daphne Keen gespielt, die nun möglicherweise erneut in ihre Rolle schlüpft. Die Gerüchte entstanden im Rahmen einer Aussage von Insiderin Grace Randolph. Sie sprach in einem Video davon, dass Kevin Feige mit Hilfe der Multiverse-Saga die originalen X-Men in den Ruhestand schickt und seine eigene MCU-konforme Version zusammenstellt. Dabei ging sie genauer auf die mögliche Rückkehr von Daphne Keen als X-23 ein, wobei sich der Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen sicherlich bald herausstellen wird. Andere gehen davon aus, dass Keen erst in Avengers Secret Wars auftauchen wird. Diese Theorie sollte jedoch gleichermaßen mit Vorsicht genossen werden. Weitere Meldungen zu Deadpool 3 betreffen Lady Death, die als Gegnerin der X-Men und Wolverine gilt. Im Rahmen des Castings für Deadpool 3 soll nach einer Schauspielerin im Alter von 30 bis 50 Jahren gesucht werden, die eine große Antagonistin in dem Film spielen soll und gegen Wolverine und Deadpool kämpft. Lady Death ist eine äußerst mächtige Figur und, wie ihr Name bereits vermuten lässt, der personifizierte Tod, der Zeit und Realität manipulieren kann. In den Comics hatte sie außerdem eine gewisse Beziehung zu Deadpool und Thanos, vor allem letzterer war hoffnungslos in sie verliebt. Sie hingegen fand Deadpool attraktiver, da dieser unsterblich ist und Lady Death somit keine Chance hatte, seine Seele zu ergattern. Eine weitere Möglichkeit wäre Yuriko Oyama alias Lady Deathstrike, die einen ähnlichen Namen besitzt und ebenfalls im Gespräch ist. Ihren letzten Auftritt hatte sie in X-Men 2, was immerhin schon fast 20 Jahre her ist. In Fankreisen wird momentan also viel spekuliert und es ist noch nicht klar, wer am Ende Recht behalten wird. Die dritte und letzte Neuigkeit aus dem Franchise betrifft weniger den kommenden dritten Deadpool-Film, sondern einen, der bereits geschrieben ist, aber vermutlich nie erscheinen wird. Es handelt sich dabei um ein Weihnachtsspecial, das Hauptdarsteller Reynolds gemeinsam mit den Produzenten Red Reese und Paul Wernick zu Papier gebracht hat. Die Überlegungen zu dem Film sollen bereits vor der Fox-Übernahme von Disney stattgefunden haben, seien jedoch während der Disney-Fusion verloren gegangen. Ob und in welchem Rahmen dieser Film möglicherweise nach dem Release von Deadpool 3 doch noch produziert wird, ist unklar. Erst einmal gilt es, den Kinostart des Films abzuwarten, der für den 6. November 2024 geplant ist. Auf welche Deadpool-Neuigkeit habt ihr euch diese Woche am meisten gefreut und wen könntet ihr euch gut in der weiblichen Bösewichtrolle vorstellen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.